Alle zwei Wochen ist Boxplay-Zeit und heute ist es wieder soweit. Boxplay, der Hockey-Talk auf Teleclub Sport und Teleclub Zoom. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Am 27.11.2018 ist beim HCD eine 22-jährige Ära zu Ende gegangen. Der Arno Del Curto ist als Headcoach zurückgetreten. Und die Tatsache hat natürlich einschneidende Konsequenzen für den HC Davos. Wie überraschend ist der Rücktritt gekommen? Und vor allem, wie gut sind die Vorbereitungen gewesen auf den Rücktritt von Arno Del Curto? Das diskutiere ich heute mit meinen Gästen. Das freut mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, René Müller. Zurzeit ist er Assistenztrainer beim HCD, Leiter vom Sportkomitee und Nachwuchschef. Dann weiter in der Runde, herzlich willkommen, Christian Kapp. Hockey-Journalist beim Tagesanzeiger. Herzlich willkommen. Und zu guter Letzt herzlich willkommen, der Martin Blüss, ist ein Boxplay-Experte und ehemaliger Nationalspieler. Ja, der Arno ist nach 22 Jahren zurückgetreten. Man redet im Moment von der griechischen sportlichen Krise. Also man ist auf dem zweitletzten Platz, 4 Punkte hinter, vor dem letzten noch, nach halb gespielter Regular Season. Ist das noch überhaupt realistisch, René Müller, die Playoff anzupeilen? Also von den Playoffs müssen wir überhaupt nicht reden. Wenn das die Spieler, die sollen das irgendwo im Kopf haben, aber wir als Verantwortlicher, also von den Playoffs jetzt noch reden, das wäre vermessen. Ja, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, in der Mannschaft muss schon Fokus behalten. Du kannst jetzt nicht einfach fahren lassen, weil du kannst nicht den Switch, dann einfach den Knopf umlegen. Aber wir haben ja vorher darüber diskutiert, gibt es überhaupt das Beispiel, dass so ein Rückstand aufgeholt worden ist? Und ich meine, nein. Also, das wäre ist quasi Wunder. Ist der HCD Martin Plus fast Abstieg gefährdet? Es kommt immer davon, was sie jetzt daraus machen. Ich glaube schon, dass die Mannschaft sich bis jetzt nicht gefunden hat, dass es nicht wirklich irgendwie mal in Gang gekommen ist. Und was sie bräuchten, wäre mal eine Serie, um eine gewisse Masse Stabilität zu generieren. Und wie die Mannschaft reagiert, wenn sie in eine Liga-Qualifikation geht und der Druck immer grösser wird, das wird man sehen. Aber es ist sicher eine heikle Situation. Ich habe es eingangs gesagt, 22 Jahre war Arno Del Curto beim HC Davos. Wahrscheinlich kaum ein schillernder und spannender Trainer, der in der Schweiz tätig war. Wenn ihr jetzt, und ihr kennt ihn alle ja, einerseits du aus deiner journalistisch subjektiven, du als Gegenspieler in dem Sinn, und René Müller als Spieler und natürlich Geschäftspartner beim HCD, wenn ihr jetzt mit drei Worten müsstet umschreiben, René Müller, was kommt dir so spontan sein? Blau-gelb, emotional, Leidenschaft. Wahnsinn im positiven Sinn, Spontanität und Musik. Ja, ich hätte jetzt auch Leidenschaft gesagt, intuitiv. Das war seine grosse Stärke, dass er einfach eine gute Intuition hatte. Er war mutig, er hat immer Sachen auch probiert. Und es war immer ein bisschen chaotisch, im positiven wie im negativen Sinn. Mhm. Was hat denn eigentlich der Trainererfolg ausgemacht von Arno Del Curto, René Müller? Sicher sein Bauchgefühl und das, was Martin selbst einfach das Mutige, mal etwas gemacht, wo die anderen nicht gemacht haben. Ich glaube, wir waren schon gleich ein Club, der mit vier Blöcken durchgespielt hat. Das hat man dann auch in den Playoffs gesehen, wo andere Mannschaften mit drei Blöcken gespielt haben und ihre Leute forciert haben. Er hat immer 1, 2, 3, 4 durchgespielt. Und wir haben auch immer am Schluss dann, Kraft gehabt, um eine Serie zu kehren. Das hat man immer gesehen. Jahrelang haben wir Spiel 7 immer gewonnen. Und das war kein Zufall gewesen. Mhm. Wie siehst du es, du? Was war sein Erfolgsgeheimnis gewesen, oder was hat... Ich finde, er hatte einfach eine Vision gehabt. Er war einer der Trainer, der nicht nur sein Team im Fokus hatte, sondern das Hockey im Gesamten. Und er hatte eine gewisse Passion für das Hockey. Und darum hat er nicht nur für den HC Davos einen Einfluss gehabt, sondern für das gesamte Hockey. Wie jetzt der René gesagt hat, vier Blöcke, aber auch die Art und Weise, wie er das Hockey gelebt hat, gespielt hat. Sie haben sehr temporeich gespielt. Und für viele Klubs war es schwierig, die Pace zu heben gegen Davos. Sie haben sehr früh viel trainiert und sind einfach fitter gewesen. Jetzt hat sich das langsam angeglichen. Aber der Einfluss von ihm war eben auf das gesamte Hockey gewesen. Und das zeichnet einfach eine Klasse von einem Coach aus, dass er nicht nur seine Dimension vom Team sieht, sondern das Gesamte. Ist er denn eher ein Bandengeneral gewesen oder ein Hockeylehrer? Ich glaube, du kannst ihn nicht mit einem Wort beschreiben. Der Arno ist für mich der Trainer, der alles ist. Aber die Spontanität, die finde ich bei ihm speziell. Mhm. Also, das war wahrscheinlich für die Spieler auch nicht einfach gewesen. Aber das hat sie gefordert. Du hast nie gewusst, woran du bist. Und das war sicher auch teilweise ein Grund gewesen, dass der, wo so oft Playoffs Extremsituationen bewältigen konnte. Weil er ist immer mit irgendetwas im Führen gekommen,
die eigenen, aber auch die Gegner wahrscheinlich auch überrascht hat. Mhm. Du als ehemaliger Spieler, René Müller, eben, ich richte die Frage an dich. Eher ein Bandengeneral oder ein Hockeylehrer? Das ist schwer zu sagen. Also, sicher war er ein Bandengeneral. Also, du hast gewusst, was er von dir verlangt. Oder? Aber wie Martin hat gesagt, das schnelle Hockey und das Transition und all das, das hat er uns auch beigebracht. Also, das ist ja nicht, das haben wir uns nicht beigebracht. Das hat uns auch es ist ein Mix von beidem. Mhm. Ist er denn eher ein Machtmensch? Also, das heisst, wer nicht mit ihm geht, der hat keinen Platz. Wie hast du das wahrgenommen? So ist es am Schluss vielleicht jetzt das Gefühl gehabt, so gegen aussen. Das ist für mich jetzt schwierig zu sagen, weil ich bin ja nicht in der Garderobe drin war. Mhm. Ich kann ja nur sagen, was man so gehört. So haben es wahrscheinlich viele jetzt wahrgenommen, ja. Aber allein mit dem machst du ja nicht 22 Jahre lang den Job, ziehst du nicht Leute mit dir mit. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil irgendwann kommt es dann schneller mal zum Klapp. Mhm. Also es ist auch zu, finde es wirklich schwer, einfach zu sagen, er ist so, Punkt. Das Überraschungsmoment ist eigentlich immer in der Luft, ja, gelegen, oder? Ja. Meine, in den 90er Jahren hast du in der U20 unter dem Arno Del Curto gespielt. Wie ist er gewesen? Wo hast du ihn? Ist er als junger Trainer? Hat man das schon gemerkt, in welche Richtung oder was für ein Typ das er ist? Ja, sicher. Also er ist natürlich gekommen und dann hat er schon mal geredet, mit dieser Mannschaft in 2 Jahren wäre der Schweizer Meister, wenn wir in der Nazi A würden spielen, wo wir auf Kanada gegangen sind oder Amerika an der WM. Da hat er auch geredet, wir wären draftet, wenn wir um die Hälfte draftet werden. Einfach höhere Ziele. Und für uns Spieler war es neu, dass er uns so viel zutraut. Und natürlich die ganze Leidenschaft, die Energie, die er hat, hat sich natürlich auf die Spieler abgefärbt. Und wir haben ganz eine ganz andere Dynamik entwickelt. Und einfach das, was für uns natürlich cool war, ist jemand, der so lebt für die Spieler und uns so viel zutraut, hat natürlich die Leute mitgerissen. Es hat einen super Kit gegeben. Aber als junger Spieler ist er nicht, hat er denn nicht vielleicht auch etwas Einschüchterndes gehabt, oder? Also, man ist ja dann auch sehr unerfahren, wenn man da in so einer Nationalmannschaft ist und dann kommt einer, der ziemlich bestimmt sagt, wie der Hase läuft. Nein, gar nicht. Also, es war mehr so, dass er die Leute abholen konnte. Und natürlich in der Art, wie er geredet hat, hat er natürlich eine Verbundenheit mit den Spielern geschaffen. Es war mehr so, man war auf der gleichen Ebene gewesen, in der Art der Sprache und wie er sich gegeben hat. Er war natürlich sehr lustig, immer einen Witz gemacht. Und das hat er natürlich auch bewusst eingestreut. Und von daher hat er natürlich relativ einen guten Draht gekriegt und so das Team gut abholen. Was mich noch wundernehme, viele Spieler sind ja dann nachher von der U20 tatsächlich zum HCD gegangen. Oder? Da gibt es eine relativ grosse Liste, warum der Martin Plüss nicht. Er hat mich nie gefragt. Es war für mich einfach gar nicht ein Thema. Ich glaube, ich habe dann in Kloten meinen Standplatz gehabt, bin dort wohl gewesen. Aber das, finde ich, zeichnet ihn schlussendlich auch aus. Dadurch war er sehr konsequent. Er hatte die U20, die Ziele gehabt. Und hat das nachher auch mit dem HCD versucht zu implementieren. Er holt junge Spieler, tut sie entwickeln und holt die Spieler, die auch sein Hockey spielen können. Und das war ein Teil von seinem Erfolg. Und dadurch hat er natürlich das gesamte Schweizer Hockey verändert. Die Sichtweise auf die Jugendarbeit. Viel mehr haben angefangen mit den Jungen zu arbeiten. Vorher waren das irgendwie 2-3 Clubs. Mhm. Und da hat er natürlich über die ganze Schweiz eine Ausstrahlung und Abfärbung gehabt. Mhm. Wir haben vorher über das Arno-Hockey diskutiert. Eben, du hast zum Beispiel Transition und diese Sachen. Ist denn heute das noch zeitgemäß? Oder ist ihm das vielleicht auch ein bisschen zum Verhängnis geworden jetzt, in dieser Saison? Ja, zum Verhängnis, das glaube ich nicht. Der Gegner hat sich sicher auch besser auf unser Hockey eingestellt gehabt. Wir haben vielleicht zu viel wirklich noch probiert, immer schnell vorne zu spielen. Aber ich glaube, das ist immer noch zeitgemäß. Auch wenn man den NHL schaut, die ihre Mannschaften spielen auch schnell vorne. Also, nur da hat es andere Spieler, oder? Also das Spielerpotenzial ist dann anders. Ja, ja. Qualität klar, der aber vielleicht sind wir jetzt stur auf dem Plumber. Das kann schon sein. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel ihm zum Verhängnis geworden ist. Absolut nicht. Ich finde, da wird jetzt fast fest drauf umgekriegt, diesen schnellen Stretch-Pass, wie man denen sagt. Wenn du jetzt NHL schaust, siehst du viel öfter Goal, die so fallen als früher. Vielleicht ist es bei Davos ein bisschen zu stur geworden, dass man immer wieder das probiert, dass der Mix gefehlt hat. Aber das jetzt einfach verteufeln, das kannst du nicht mehr spielen, würde ich wieder, wenn ich sage, überhaupt. Zum Gegenteil. Also schon nur wenn du die Zusammenfassung schaust, wie oft du so Goal siehst, wo einer schnell reagiert, direkt der Pass und der Gegner ist gerade überrumpelt von dem. Mhm. Hast du früher viel weniger gesehen, dünkt mir jetzt NHL. Also das hast du abgelacht beim HCD? Ja, das sage ich jetzt nicht, aber... ja, aber eben, die Zeiten haben sich geändert, die Generation hat sich geändert, die Jungen haben sich geändert. Hängst du dich halt irgendwo in einem gewissen Maße an, müssen der Arno dementsprechend anpassen? Ich
glaube, alle Coaches aus seiner Generation, das ist jetzt vielleicht weniger einmalig bei ihm, müssen sich anpassen. Wenn er sagt, Crawford sagt das Gleiche, du kannst nicht mehr. Er hat ja Ähnliches erlebt, du kannst nicht mehr einfach befehlen. Ja, du machst so, fertig. Ich glaube, das wirst du auch gleich erleben, dann machen die Jungen nicht mehr mit, oder? Nein, die Zeiten haben sich geändert, das hat er ja immer gesagt. Also ich glaube, dass du nicht gleich erst umgehen kannst mit den Spielern im 95, 96 wie jetzt im 2018. Das ist eine ganz andere Generation. Oder? Heutzutage sind die Spieler, können die auf YouTube können Match anschauen, können sich da informieren. Früher war ein Trainer da, der hat gesagt, so geht's, und dann bist du hinten anmarschiert. Dann hast du gar nicht gross das irgendwo in Frage gestellt. Martin Plüss, du warst noch nicht allzu lange bisher aktiv gewesen, selber als Spieler. Hast du das auch wahrgenommen als bestandener, also einfach als älterer Spieler in dem Sinn, dass sich halt einfach so ein bisschen die ganze Einstellung und von den Jungen auch verändert hat jetzt im Laufe der Zeit? Ja. Unverbindlicher ist geworden? Oder aber was jetzt denn? Nicht nur in Bezug auf die Arno. Ja, nein, grundsätzlich. Die ganze Sozialkompetenz von einem Coach muss da sein, weil du kannst die Leute nicht mehr einfach generalisiert abholen. Nur wenn jemand 22 Jahre am gleichen Ort ist, dann zeigt er, dass er sich sehr wohl anpassen konnte. Sonst hätte er niemals so lange überlebt. Weil die Spieler sich ja auch entwickeln. Also ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Was sicher so ist, dass er natürlich vor allem einen grossen Teil Spieler hatte, die lange da waren, die sehr dominant waren, die einen Kern hatten, die das vorgelebt haben. Und wenn man jetzt die jetzige Mannschaft anschaut, ist schwierig zu erörtern, wer dort soll den Lead nehmen und das leistungsmässig vorausgehen. Dort hat momentan die Mannschaft Probleme. Und dann wird es für jeden Trainer schwierig, oder? Und man sieht aber trotzdem auch, dass ein Inti Pestoni auf Davos ist und sehr wohl von dem profitiert. Der ist ja völlig aufgelebt. Also es ist schwierig von außen das Innenleben können effektiv wahrzunehmen und zu sagen, das und das war das Problem. Aber man sieht einfach, es ist sicher nicht schwarz-weiß. Mhm. Also du siehst schon beim Pestoni, dass Veränderung grundsätzlich gut tun kann. Für viele war es überhaupt keine Veränderung jetzt am Schluss, die langjährigen Spieler. Beim Pestoni war es eine Veränderung, wahrscheinlich wie Tag und Nacht, das, was er in Zürich erlebt hat. Der Arno hat ihn ja geholt, ihn wollen, das hat ihm das Gefühl gegeben, als er aufblüht. Mhm. Ist aber eigentlich auch, wenn wir ehrlich sind, nur am Anfang. Also ich glaube, der Pestoni sticht jetzt auch nicht mehr raus. Wir haben ja einen vom Innenleben, der kann er ein bisschen sagen, wie er es so wahrnimmt. Ja. Aber ich meine, es hat natürlich einige Spieler, die schon länger da sind. Die kennen die Trainingsmethode, die wissen, wie trainiert wird und so weiter und so fort. Und andere Spieler, die neu dazukommen, da blieben irgendetwas auf, weil es ein Tapetenwechsel ist und vielleicht aber wirklich neue Impulse gibt. Ja, aber wir haben, wie der Martin so sagt, wir haben früher auch Spieler gehabt, die sind 10, 15 Jahre unter ihm gsi. Die haben ja immer tagtäglich das gehört. Also das kann nicht der Grund sein, wieso das dann nicht mehr sollte klappen. Mhm. Also das sehe ich nicht so. Ja, hast du nicht das Gefühl, es gibt auch eine gewisse Abnutzung gegeben? Was man ja in den letzten 22 Jahren nicht sagen konnte. Weil das ist ja, ich glaube, sogar einmalig weltweit, dass ein Clubtrainer 22 Jahre im gleichen Club ist. Ja, es ist vielleicht nicht nur eine Abnutzung auf der Spielerseite, es ist vielleicht auch eine Abnutzung im Club selber. Oder? Ich glaube, wie gesagt, wir haben Spieler, die sind vielleicht 4, 5 Jahre unter ihm. Das ist ja keine grosse, lange Zeit. Aber vielleicht auch im Club, es ist alles es ist immer so gelaufen, das ist so gelaufen. Und ich glaube, dort sind wir auch als Club bequem geworden. Am 27.11.2008 war es dann so weit. Jetzt nehme ich gleich noch mal Wunder, René Müller. Wann hast du erfahren, dass er zurücktritt und was hat es bei dir ausgelöst? Das war etwa am Morgen um 8:45 Uhr. Er kam um 9 Uhr bei uns auf eine Geschäftsstelle, hat mit dem VR-Präsidenten Gaudenz ein Gespräch gehabt. Und dort hat er seinen Rücktritt eigentlich bekannt gegeben. Mhm. Und dann, was hat das bei dir ausgelöst? Ja, ich war natürlich lange unter ihm. Ihr habt eine lange gemeinsame Zeit. Ja. Klar, in der letzten Zeit weniger. Da war ich im Nachwuchs tätig. Da habe ich einfach dann ein Spiel geschaut. Aber ich war bei dir in Garderobe. Aber vorher war das eigentlich eine enge Beziehung. Und das war sicher ein komischer Moment. Oder? Wo also, wir sicher erhofft haben in all diesen Jahren, dass es mal einen anderen Abgang gibt und nicht so, wie er jetzt eigentlich passiert ist. Das haben wir ja uns alle geträumt und glaube er sich selber auch, oder? Also das heisst,
Es sind auch gewisse Emotionen aufgekommen, weil man hat ja so sehr eine lange gemeinsame Zeit verbracht. Ja, das ist so. Das kann man so sagen. Ja, wie hat denn die Mannschaft oder das Clubumfeld reagiert, jetzt so von außen betrachtet als Journalist? Du meinst jetzt unmittelbar nach dem Rücktritt? Ja, es ist schwierig. Ja. Ist das Schockstarre? Ist das ein Vakuum? Oder was, auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, es war ja nicht ein Moment, der ja zu dem Ganzen geführt hat. Das heisst, wahrscheinlich ist es, weil es einfach Veränderung braucht, auch für viele dann wie gleich auch wieder eine Lösung gewesen. Und ich habe fast das Gefühl, auch für den Arno wird es vielleicht noch nicht, aber vielleicht ist es auch schon so weit. Ich habe jetzt schon länger nicht mit ihm geredet, aber auch wie eine Art der Lösung. Das einfach, du hast ja wahrscheinlich schon gespürt vorher, so wird es nicht lang gehen und man hat es gleich rausgezögert. Das Ironische für mich ist, das habe ich auch so dort an dem Kommentar geschrieben, den wir sofort dann gleich machen müssen. Seine Stärke ist eigentlich immer, haben wir gesagt, Kommunikation, wenn er Leute abholt. Und ich glaube, innerhalb von dem ganzen Gebilde hat es an dem fast gemangelt. Ja? Man hat nicht mehr geredet miteinander oder wenig. Und dann entfremdet sich. Ja, das kennt man ja aus dem Beruf, aus Beziehungen. Dann schaust du wahrscheinlich auch nicht mehr alles neutral an. Oder? Bis alles sich hochschaukelt und an dem Moment kommt, dass es einfach nicht mehr geht. Ja. Wie hast du es wahrgenommen, Martin? Ja, ich meine, es ist natürlich schon so plötzlich kommt, dass du liest das und denkst, hoppla, oder? Aber ich glaube, eines von seinen Stärken war, dass er immer sehr viel auf sich genommen hat. Er war immer einer, der sehr extrem vor das Team gestanden ist. Und ich habe das als Gegner gesehen, wenn sie rausgefallen sind. Im 14. Jahr war es mein Fehler. Und er hat alles auf sich genommen. Für die Spieler war das sehr angenehm. Und ich glaube, in der jetzigen Situation, wenn es auch Leute gibt, die vielleicht kritisch gegenüber Manu waren, man immer gewusst, er steht vorne an und alles prasselt auf ihn ein. Und jetzt ist er plötzlich weg. Und ich glaube, es wird für viele auch sein, selbst wenn man ein kritisch gegenüber Manu war, jetzt ist plötzlich okay, aber jetzt müssen wir es reissen. Und jetzt ist der Arno nicht mehr da. Und ich glaube, der eine oder andere überlegt sich jetzt vielleicht schon ein bisschen, ist denn die Kritik wirklich gerechtfertigt gewesen? Oder ist es wirklich so schlimm gewesen? Und ja, die HCD-Situation ist schwierig, weil er hat am Schluss nicht mehr die Leidengruppe gehabt, die leistungsmässig vorangegangen ist. Mhm. Und das hat er immer gehabt in diesen Jahren. Und es hat dort auch vielleicht unzufriedene Spieler gegeben. Die sind dann vielleicht einfach gegangen. Aber die sportliche Situation war immer gut gewesen. Und es war immer so ein bisschen beiläufig gewesen. Jetzt hat sich das halt irgendwie einfach zu einem grossen Thema gemacht. Oder? Und dann wird alles auch anders beurteilt. Sind die schlechten Resultate vielleicht eben dann schlussendlich schon einfach die Konsequenz davon gewesen? Also das heisst, dass er gesagt hat, ja. Ja, ich glaube nicht einmal die schlechten Resultate. Sicher auch ein Teil, oder? Das ist sicher auch ein Teil. Aber nur, ich glaube, er hat immer daran geglaubt, dass er das Rad noch reissen kann. Also ich glaube nicht, dass die schlechten Resultate jetzt zuoberst oben stehen. Das ist sicher ein Teil davon, aber sicher nicht jetzt. Man könnte sagen, das ist es. Was man zwei, drei Mal gelesen hat in den Medien, ist zum Beispiel, aber dass fast so ein bisschen versteckte Revolte gegeben hat innerhalb der Mannschaft. Habt ihr das auch so wahrgenommen? Nein, ich habe ja in der Zwischenzeit, es äußert sich ja keiner öffentlich. Ich habe jetzt mit ein paar Spielern geredet seitdem und es ist jetzt keiner, auch wenn er gewusst hat, er wird nicht zitiert, es ist keiner, der sagt, ich kann ihn weg wollen. Also, überhaupt nicht. Darum sage ich, es ist nicht ein Punkt, den es einfach gegeben hat. Mhm. Es hat sich einfach so wie, ja, einfach der entwickelt. Wahrscheinlich schon auch ein bisschen die Abnützung, wahrscheinlich, die jetzt nach all diesen Jahren mal gekommen ist. Dass es einfach mal das gebraucht hat. Und eben die Kommunikation, die gefehlt hat, ich denke, das ist einer der Hauptgründe. Und dann hat es halt hässlich müssen. Ja, wie hast du das? Also, ich habe immer gesagt, die Mannschaft spielt nicht gegen den Trainer. Das habe ich nie gesehen. Auch wenn man die Resultate, die wirklich nicht angenehm waren mit diesen höheren 8-1, aber die Mannschaft hat nie gegen den Trainer gespielt. Das ist meine vollste Überzeugung, auch jetzt noch. Ich glaube, dass sich die Mannschaft und der Trainer ein bisschen auseinandergelebt haben, wie es etwa bei einer Ehe auch ist. Passiert das auch. Ich glaube, es ist eher das, wie Martin vorhin gesagt hat, der Kern, den wir früher hatten, wir hatten auch schon Situationen, in denen wir bis Spengelköp unter dem Strich waren. Oder? Aber der Kern, der das Zeug rausgerissen hat, der war nicht mehr so rum. Und ich glaube schon, dass man sich ein bisschen auseinandergelebt hat. Hat am Schluss sicher auch mit Resultaten zu tun. Wenn du immer verlierst, dann bist du als Spieler sehr wahrscheinlich auch ein bisschen kritisch. Aber der Kern gibt es ja irgendwo noch, jetzt von uns noch betrachtet. Also, ich meine, wir haben Ambühl, wir haben die zwei Wieser-Brüder, wir haben Dubois, der jetzt schon länger da ist. Wir haben auch einen Bertolinkrin, der zurück ist, der schon länger da ist. Das ist ja schon euch, nehme ich
als Kern war. Ja, aber ich sehe den Kern, den wir früher hatten, ganz einen ganz anderen Kern. Der Kern ist von der U20. Die haben den Arno als Nationalmannschaftsspieler gesehen. Die sind mit dem eigentlich von unten auf, also sind die mitgekommen. Die sind nicht irgendwo wie jetzt ein Dubois, der irgendwann zu uns gekommen ist, wie in einem anderen Club, wo auch ein Spieler dazukommt, der 4-5 Jahre dabei ist. Also, das sind schon führige Spieler, aber so als richtiger Kern bezeichne ich wirklich die Spieler, die eigentlich von Anfang an den ganzen Weg mitgemacht haben. Was ja auch noch speziell ist, oder? Es gibt ja gleich auch einige Verträge, die jetzt ausläufen oben beim HCD, die eventuell erneuert werden, das wissen wir nicht. Wie jetzt der Mitglied vom Sportkomitee dabei ist, da können wir dann nachher noch ein bisschen drauf sprechen. Was lest das bei einem Spieler uns, der irgendwie so im Spätherbst von seiner Karriere ist? Also man weiß es ja immer so ein bisschen ungewiss. Bekomme ich noch einen Vertrag? Bekomme ich einen gleich gut dotierten Vertrag? Bringe ich die Leistungen noch? Wie geht ein Spieler mit so einer Situation um? Das ist unterschiedlich. Ich glaube, das Einfachste ist immer gut spielen. Also das ist letztendlich das, was du beeinflussen kannst. Wenn du dich natürlich verlässt darauf, dass ich lange im Club war und die müde mir jetzt aus irgendwelchen vergangenen Meriten, dann bin ich jetzt nie ein Fan davon gewesen. Sondern ob du jung oder alt bist, du musst deine Leistung bringen. Und das ist der Parameter, den du dich empfehlen musst für eine weitere Vertragsverlängerung. Klar kann man, wenn es mal ein Down ist, kann man sagen, okay, der hat seinen Wert gehabt. Aber die Leistung ist das, was zählt, oder? Und das, finde ich, ist momentan eine heikle Situation für Davos. Zu eruieren, okay, wer hat nur ein Tief, wer kommt noch mal, wer kann die Mannschaft reissen und wo ist es nur ein temporäres Tief oder wo ist einfach nicht mehr gegeben, dass die gleiche Funktion ausgeführt werden kann. Das ist eigentlich jetzt ein Teil von deiner Aufgabe, oder? Das Wissen zu spüren. Wie viel Luft hat er jetzt noch am Spätherbst von seiner Karriere? Wie macht man das? Wie geht man mit der Situation um? Gut, ich glaube, wir dürfen sicher auch nicht alles jetzt bei einem Spieler auf eine Saison abwiegen. Also wenn jetzt einer eine schlechte Saison hat, kann man nicht sagen, so, du bist es nicht mehr wert oder ich will mir nicht mehr unter Vertrag. Man muss auch sehen, was hast du in den letzten 2-3 Jahren gemacht. Oder? Und dort haben wir sicher Spieler, die ihre Leistungen gebracht haben. Aber es ist sicher das ist keine einfache Situation jetzt für uns zum Verhandeln. Das ist logisch. Das Problem ist jetzt doch auch, viele von den Spielern, die jetzt ja auslaufen von der Routine, ist ja genau die haben Mühe, momentan ihre Leistungen abzurufen. Es ist ja nicht einer oder zwei, es ist ja fast durch das Band. Und es gibt ja dann auch wie eine eigene Dynamik. Man schaut mehr auf die. Ja, liegt es jetzt am Vertrag, liegt es am Trainer, wartet er darauf? Ja, und der Effekt ist ja eigentlich unter dem Strich, wenn die Spieler die Leistung nicht bringen und wissen, ich muss nachher mit dem Sportchef ins Gespräch. Ich habe kein Pfeil am Köcher, ich habe kein Argument. Ich kann nicht sagen, ich will den gleichen Vertrag, wie ich bis anhin kann, oder? Also weil er einfach die Leistung nicht gebracht hat. Das ist ja dann schon ein Zwiespalt, den der Spieler in sich trägt, oder? Ja, ich glaube, es ist auch eine Unsicherheit beim Spieler da, oder? Ich glaube, die Spieler die sind sich sicher bewusst, was für eine Lage das wir jetzt sind, oder? Und was er selber auch, was für eine Lage das ist. Dass wenn du auf dem ersten, zweiten Platz stehst, hast du ganz ein anderes Auftreten und bist viel, viel lockerer. Also ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Wir haben es vorher, hast du gesagt, du hast das am 27. November erfahren. Ist das tatsächlich ein Rücktritt von Arno Delcourt oder ist das wie eine verkappte Entlassung, wo man sagt, nein, das kann man jetzt nicht nach 22 Jahren entlassen? Sondern ist das wirklich sein Entscheid gewesen, zurückzutreten? Das ist ganz sein Entscheid gewesen. Wir haben am Vortag noch einmal geredet mit ihm und er hat gesagt, er will noch einmal darüber schlafen. Er entscheidet sich am Dienstagmorgen. Und dann ist er am Dienstagmorgen gekommen und genau so, wie es überall geschrieben ist und gesagt wurde, so ist es wirklich auch gewesen. Also ich habe noch gehört, es gibt ja sogar von Verwaltungsratsseite noch gegeben, die im Gegenteil noch gewöhnt haben, nein, jetzt probieren wir noch länger. Es war ein rechts Auf- und Abwägen in den letzten ein, zwei Tagen. Also, das spricht für mich jetzt komplett gegen die These. Ja, und was ja auch noch spannend war, dass eigentlich sein letztes Match ist, Auswärtssieg mit sehr einer jungen Mannschaft, mit vielen jungen Spielern, beim amtierenden Meister, beim ZSC 5-1 gewonnen. Oder? Also eigentlich fast ein Zeichen von Aufwärtstendenz. Perfekter Schluss. Ja, sie haben ja gegen Biel auswärts gewonnen. Oder? Also, und er hatte ja wirklich missliche Bedingungen gehabt. Am Schluss sind ja wirklich nur ein Ausländer gehabt. Und das zeigt ja doch, dass er ja einen Einfluss gehabt aufs Team. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie einfach nur noch einfach so bachab gegangen ist, sondern die Mannschaft auswärts steht, da brauchst du etwas. Und es sind ja nicht einfach nur gestohlene Siege gewesen. Also er hat noch einen Effekt gehabt. Und
ich glaube einfach auch, wenn man ihn ein bisschen kennt, oder, er ist einfach auch jemand gewesen, der wollte gewinnen und wo irgendwo hin will und verwalten und einfach ein bisschen da sein, das ist einfach nicht sein Ding gewesen. Darum ist es von seinem Wesen her, wenn er natürlich merkt, hey, ich komme da, das läuft nicht so, wie ich will, nach einem Zeitchen, dann bin ich jetzt nicht nur überrascht, dass es so geändert hat. Oder? Hast denn du das Gefühl, René, dass er vielleicht euch ein bisschen die Loyalität von gewissen Spielern vermisst hat? Also scheinen wegzugehen, oder? Also, weil, ich meine, man weiss, also, meine, alle erkennen Arno, er ist ein sensibler Mensch. Er ist einer, der sehr, sehr empfindet, oder? Und ja, er ist sehr sensibel. Ja. Also, alle Leute haben immer das Gefühl, er ist der Härte, aber er ist sehr, sehr sensibel. Das kann sicher ein Punkt sein. Das ist sicher möglich, oder? Aber über das habe ich eigentlich nie mit ihm gross geredet. Oder? Ich habe einfach das Gefühl, oder, wenn man die grossen Trainer alle anschaut, sagt das im Fußball, ein Klopp, ein Guardiola, die haben irgendwo haben die mal ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr ein bisschen eine Auszeit gehabt. Er hat 22 Jahre im Club gearbeitet. Und ich glaube, das ist sicher ein grosser Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf. Dass sie wahrscheinlich eine Pause irgendwo mal gut haben. Das habe ich immer auch gesagt mal in unserem Gespräch. Also, das habe ich da ruhig gesagt. Also, ich glaube, das wäre sicher mal gut gewesen, einfach mal ein bisschen abschalten und weg von dem. Das ist eigentlich, wenn man das Ganze anschaut, ist eigentlich Wahnsinn. Oder? Wenn du 22 Jahre lang musst du das Training machen, dann machst du noch Verträge, dann machst du noch das. Also, ich sehe es, also er hat 200% Job. Ja, ich sehe es jetzt. Oder? Mit den Gesprächen, die ich jetzt immer habe. Und ich habe gedacht, am Morgen, wenn ich aufgestanden bin, jetzt sollte ich noch ein Training machen. Das sollte ich die Mannschaft noch vorbereiten. Das ist eigentlich, was er 22 Jahre lang, das ist gar nicht, also ist gar nicht Mensch, ist gar nicht machbar. Und ich glaube, das ist ein grosser Punkt, wo er vielleicht auch ein bisschen Kraft gefällt hat, so zum neinischen Folge. Wenn er vielleicht jetzt sagt, nein, das war es nicht, aber das ist schon ein bisschen mein Empfinden. Was ja dazu kam, ist, also weißt du ja wahrscheinlich besser als sie. Wenn du im Sommer, wo eigentlich mal Pause wäre, angerufen hast, dann hat er auch in der Ferien abgenommen. Du bist nach zwei Minuten wieder über das Hockey am Reden gewesen, bist über die nächste Saison nachdenken, das können wir machen, das. Also er hat auch dann ja nicht abgestellt. Nicht nur während der Saison 200%, sondern ja auch im Sommer, ja. Irgendwann, das geht doch einfach. Was ich jetzt noch schnell ansprechen wollte, ist, oder, wenn man jetzt so die erste Hälfte der Regular Season anschaut, an was fehlt es denn dem HCD jetzt rein spielerisch, rein sportlich jetzt in diesen Spielen? Oder was fehlt denn? Es hat gewisse Spiele gegeben, die hoch verloren waren, wo man dann nicht gebrochen ist nach dem 3-1, 4-1 oder irgend so. Und dann gibt es viele knappe Spiele. Was fehlt denn, dass eigentlich eben der Funke nicht springt und vielleicht auch mal eine Serie hergelegt hat? Oder einfach dargelegt haben, die Welt. Also, wie lange hat mir gedacht, hat fast alles gefehlt. Also, selbst bei den Siegen sind teilweise so, die hohen Siege sind so entstanden, dass nach 10, 15 Minuten der Gegner 4-5-0 hätte führen können. Aber nachher ist es gut gelaufen, ist das Vertrauen auch ein bisschen gekommen. Und dann hat man gewonnen. Und ich glaube, eine der wichtigsten Sachen sind jetzt schon leicht auf dem positiven Weg. Also, mir hat jetzt gedacht, trotz diesen 5 Niederlagen zuletzt, ist der HCD einiges kompakter gewesen, hat viel weniger Chancen zulassen. Du hast gesehen, mehr geblockte Schüsse, mehr Disziplin. Aber du musst ja auch irgendwann mal gewinnen. Ja, aber eben offensiv ist eigentlich ist fast noch weniger gelaufen. Ja. Wie siehst du es, der jetzt eigentlich noch bei der Mannschaft ist? Ja, wir haben einfach das Augenmerk jetzt wirklich absolut auf Defensive ausgerichtet. Oder? Wenn du 8 Goal bekommst, 7 Goal, dann musst du noch immer zu anfangen. Oder? Und wir merken auch, dass ich glaube, die Defensive ist stabilisiert. Wir haben jetzt die 4 Matches haben jedes Mal den Goalie rausgenommen. Wir waren eigentlich knapp dran gewesen. Es waren so kleine Schritte für mich. Wir haben nie mehr 2, 3, 4 Goal hintereinander bekommen. Das ist ein kleiner Schritt. Wir haben den letzten Match, wo wir 4-1 hinten waren, sind wir auch wieder ein bisschen anders. Das sind für mich so kleine Schritte in die richtige Richtung. Aber ganz klar, am Schluss musst du Match gewinnen. Du kannst noch viele kleine Schritte haben, am Schluss musst du Match gewinnen. Und dass dann nur über das baust du dir das Vertrauen wieder auf. Also das ist mir so klar. Ja, wir haben jetzt viel darüber diskutiert, über die Gegenwart und was jetzt passiert ist. Eben, dass die 22-jährige Ära vorbei ist von Arno Del Curto beim HCD. Und jetzt wollen wir dann noch darüber diskutieren, wie der Neuanfang aussieht, beziehungsweise die Zukunft des HCD. René Müller, deine Situation, wenn man die jetzt so von uns anschaut, ist ja ziemlich prekär, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich meine, du bist zurzeit Assistenztrainer, ist normalerweise im anderen Club ein 100%-Job. Du bist im Sportkomitee, ist normalerweise ein 100%-Job. Und du bist Nachwuchsverantwortlicher.
verantwortlich, ist normalerweise 100% Job. Dann haben wir Gianola, der eigentlich Geschäftsleiter ist, aber auch verantwortlich vom Spengler Cup, auch zweimal 200%, also 500% Job verteilt auf zwei Schultern. Hat der HCD ein Strukturenproblem? Ja, wenn man so anschaut, ja. Ja. Also das, was wir jetzt haben, das kann vielleicht noch ein, zwei Wochen so sein und dann muss das schleunigst geändert werden. Also das kann man gar nicht so weiterführen und das wollen wir ja nicht. Also wir haben ja vorhin auch mit dem Arne, der vieles musste machen. Oder? Und das kannst du in der heutigen Zeit kannst du das gar nicht machen und das darf auch nicht passieren. Ich sage jetzt, wir haben müssen etwas machen, oder? Das ist klar. Und du kannst nicht einfach von außen den Holstein oder den Holstein. Das haben wir uns für den Weg entschieden. Aber der kann noch ein, zwei Wochen so sein und dann muss der anders werden. Also mit anderen Worten, man ist eigentlich auf das Szenario nicht vorbereitet gewesen beim HCD, oder? Nein, ich glaube, der HCD hat sogar ein extremes Strukturenproblem. Und das zeigt sich ja auch in anderen Sachen. Also, man muss ja langsam aufpassen, die Wahrnehmung, die der Club jetzt gegen aussen hat. Die goldene Generation. Schau mal an, Reto von Ax, Jan von Ax, Josef Mar, Arno Del Curto. Auf was für eine Art sind die teilweise aus dem Club ausgeschieden? Das sind alles keine schöne Sache. Und wenn ich jetzt so höre, dass viele da von Housecleaning und so Sachen reden, also muss man auch mal sagen, wenn René Müller, wie lange er seit dem Rücktritt an jeden Job, den er braucht, einspringt, macht, schaut und jetzt du forderst Housecleaning, alles weg. Also das ist für mich absurd. Mhm. Wie geht man denn so etwas an? Also das heisst, man kann ja das nicht von heute auf morgen gehen, Fachleute holen, weil ich meine, die liegen ja nicht wie Sand am Meer, oder? Also nein, wir haben eben, wie gesagt, wir haben auf verschiedenen Stufen, oder? Wir unsere Verträge laufen auf. Trainer muss man suchen und dann muss man ebenso auch noch die Strukturen aufbauen, dass man nächstes Jahr in eine ruhige Saison geht, dass man so in den nächsten zwei, drei Jahren wieder bei den Leuten ist. Also das ist, es ist eigentlich das, was man jetzt gerade machen muss, aber man muss auch vorwärts schauen. Oder? Und das ist nicht einfach unter den Hut zu bringen. Und, ich habe den Marc, von Marc Gianola, der mir sehr viel hilft. Also bin ich froh, sonst würde ich das gar nicht können. Und ich will ja das auch gar nicht. Also ich will nicht entscheiden, das ist der Trainer oder das ist der Spieler. Ich glaube, heutzutage musst du das in einem Gremium musst du das miteinander diskutieren. Weil eine Meinung, du hast vielleicht das Gefühl, genau das ist er. Und du siehst nur das. Und ich finde es einfach auch wichtig, dass man zwei, drei verschiedene Meinungen hat und nachher entscheiden wir und dann geht man den Weg weiter. Also einfach, dass da irgendeiner vorne dran steht und alles macht, das geht nicht und das funktioniert nicht mehr. Martin Plüss, aus unserer Sicht, bist du auch der Meinung, dass es ein Komitee braucht? Oder braucht einer wirklich, oder gerade ein Club, braucht ja irgendwo eine Vision, oder? Also, wohin das man will und was wie es in Zukunft halt in uns gesehen? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube schon, dass der HCD in einer Situation ist, wo er eine klare Strategie braucht. Er braucht eine Vision. Und das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil sie sportlich in einer extremen Situation ist, darum zu finden, das festzulegen. Ich glaube, wenn sie das nicht machen, ist es schwierig, zum Erfolg zu kommen. Weil neue Arno zu finden, ist schwierig, oder? Und die gleichen Strukturen weiterzufahren, ist auch schwierig. Also brauchen sie irgendetwas Neues. Und die Frage ist dann, was das Neue sein soll. Und der HCD von den letzten 15 Jahren war sehr erfolgreich, aber hat meistens auch eine teure Mannschaft gehabt. Sie hatten sehr gute Spieler, die lange geblieben sind. Wie realistisch ist das, dass man das weiterführen kann? Auch eher nicht. Also sie müssen irgendetwas Neues finden. Und ja. An diesem Punkt sind sie jetzt. Und das finde ich ist eine grosse Herausforderung. Oder? Wie kennt ihr das neue uns gesehen, René Müller? Das ist so nach zwei Wochen da etwas zu sagen. Also wir haben unsere Vision, die muss man haben, das ist ganz klar. Und in welche Richtung geht denn die Vision? Ist das mehr halt eben wirklich auf Nachwuchs setzen? Oder ist das mehr. Nein, ich glaube. Also beides. Also wir wollen mit jungen Spielern arbeiten, das ist ganz klar. Also heisst, dass wir auch die ganze Infrastruktur und alles rundherum auf das müssen aufbauen. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren so eine teure Mannschaft wie vielleicht Top-Club finanzieren können. Das werden wir nicht können. Also wir müssen auf junge Spieler setzen und wir müssen denen eine Infrastruktur zur Seite stellen und auch einen Staff zur Seite stellen, der mit diesen Spielern auch arbeitet, sodass wir eigentlich wieder, dass wir vor 20 Jahren mit dem Arno können, dass wir das wieder überkommen. Dass das nicht
personenbezogen ist, sondern dass es eigentlich clubbezogen ist. Ich glaube, mit der Infrastruktur, die wir jetzt haben, mit der Trainingshalle, mit dem Off-Ice-Center von über 900 Quadratmetern, mit dem Umbau von der Weiland-Arena, mit Physioräumen, Videoräumen und alles, werden wir dort, sind wir wirklich auf einem Top-Niveau. Und das ist unsere Zukunft. Aber wir werden auch vorne mitspielen. Und das ist, ich bin felsenfest überzeugt, das kann man auch, wenn alles rundherum stimmt, du hast einen guten Staff, du hast gute Voraussetzungen und die Spieler wollen arbeiten, da bin ich überzeugt, kann man auch mit einer nominell günstigeren Mannschaft voll vorne mitspielen. Mhm. Du kennst die Hockeylandschaft auch einigermaßen gut. Also was für Personen passen denn überhaupt auf Davos? Weil ich meine, ich komme selber aus einem Bergkanton. Es ist nicht ganz einfach, in so einem Bergkanton sich durchzusetzen. Also wenn wir an die Anfangszeiten von Marno denken, hat er am Anfang nicht einfach einen Zuckerschlecken in Davos sich durchzusetzen. Nein, ich glaube, es darf nicht zu neu sein. Das Herz muss da sein, um jetzt die Situation anzunehmen. Also ich habe auch meine ein, zwei Vorstellungen. Wohlwend, Josef Marha, das waren meine so Ideen, die ich denke, ich weiss, dort fehlt vielleicht teilweise die Erfahrung als Headcoach, Nazi A. Aber das sind doch Leute, die gerne arbeiten mit Jungen, die ein bisschen wissen, wie es funktioniert, die sicher da diese Aufgabe annehmen. Und wenn du einen holst von irgendwo, wo das einfach als normaler Job anschaut und dann vielleicht dann so halt wieder geht, hat es halt nicht geklappt, ist das, glaube ich, der falsche Weg. Weil die ganze Vision, die der Röne sagt, finde ich absolut richtig. Es braucht vielleicht noch die Strategie dazu, aber die Vision ist da und das ist der Trainer für mich extrem wichtig. Also für mich lebt jetzt Ambri zum Beispiel vor. Mhm. Ich glaube, mit einem 0815-Trainer würde das dort nicht funktionieren. Du brauchst wirklich einen, der den Zugriff hat auf die Spieler, der das aus Herzen ausmacht und nicht einfach eine so gute Mannschaft wie möglich. Ja, wo gerade 5 Transfer will, damit die vierte Linie auch Nationalspieler sind oder was weiß ich. Also wir erklären eben Namen wie Josef Marha oder wie Christian Wohlwend oder irgend so. Sind das so Gedanken? Sind das so Typen oder was für Typen könntest du dir vorstellen, die grossen Fußstapfen von Marno Del Curto? Ja, ich meine, für mich ist wirklich wichtig, ein Trainer, also ich rede jetzt nicht vom Headcoach, ich rede von dem Trainer Duo, von dem Trainer Trio. Das müssen wir nicht nur vom Headcoach reden. Ich glaube, heutzutage hast du ein Trainer-Trio und die müssen miteinander arbeiten und die müssen mit jungen Spielern arbeiten können. Die müssen die jungen Spieler vorwärts bringen können. Und das muss das Ziel sein. Und da müssen wir auch Strukturen, wo wir eigentlich unsere Trainer nebenzu eigentlich können aufbauen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Schweden oder mit Barcelona, wo eigentlich ihre Trainer im Nachwuchs und mit Ausbildern. Und irgendwann gehen sie die Fußstapfen in, sodass wir eigentlich das, was wir jetzt haben, uns nicht mehr passiert. Klar, das ist alles theoretisch, aber das sollte eigentlich das Ziel sein. Und darum, momentane Situation, müssen wir unsere Schweizer Trainer können aufbauen. Ob wir dann schon einen Schweizer Trainer einstellen, das ist für mich momentan nicht das Wichtigste. Wir müssen dort einen Top-Mann haben, der wir wissen, der kann mit jungen Spielern arbeiten. Und der hat schon bewiesen, dass er mit jungen Spielern arbeiten kann. Und das ganze Trio, das muss so stark sein, dass wir wirklich nach außen wirklich ein Bild abgeben, mal dort oben wird mit denen geschafft. Das ist meine Vision, die ich habe. Und wenn das einer von diesen Trainern sein könnte, kein Problem. Aber ich will mich da gar nicht auf Namen festlegen, weil du kannst nicht Namen suchen. Du musst den Trainer einstellen nach deiner Philosophie. Nein, da gibt es 100. Mhm. Aber du musst sagen, wir wollen mit jungen Spielern arbeiten und wollen auch Erfolg haben. Wir wollen Erfolg. Wir können nicht sagen, wir gehen mit Jungen arbeiten und sind jedes Jahr am 11. Platz. Das können wir uns gar nicht leisten. Aber an was wird zum jetzigen Zeitpunkt geschafft? An der Strategie oder an einem neuen Trainer? Beides. Beides. Das läuft parallel. Ja. Also das heisst mit anderen Worten, das jetzt so, wenn ich das richtig verstehe, dann wird man nicht einen Trainer vorstellen, sondern man wird ein Trio unter Umständen vorstellen, oder? Ja, wenn das ist der Krux momentan an dieser ganzen Situation. Oder? Du hast vielleicht das Gefühl, der Headcoach ist es, oder? Und da hättest du vielleicht einen Assistenztrainer, aber das Puzzle passt vielleicht nicht zusammen. Und momentan haben wir überall so einzelne Puzzleteile, die noch nicht ineinander reinpassen. Aber unser Ziel, wenn wir das jetzt kurzfristig machen oder erst für die nächste, ist wirklich, dass wir ein Trainer-Trio zusammen haben, das miteinander schafft und der HCD wieder auf ruhigere Wässer. Also mit anderen Worten, es bestünde sogar die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man sucht eine kurzfristige Lesung, weil man noch nicht wirklich die endgültige Lesung gefunden hat, vielleicht bis Ende Saison, und dann erst unter Umständen für eine nachhaltige Lesung findet.
Ja, ich meine, es ist immer schwieriger zu sagen. Es sind ja beide Wege. Es könnte genau das Richtige sein. Es haben Klub gemacht, die haben eine kurzfristige Lösung. Und nächstes Jahr haben sie einen anderen Trainer gehabt. Sie sind Meister geworden. Bari haben dem Trainer schon gesagt, ja, du bist auch nächstes Jahr da. Hat das ein halbes Jahr gut gemacht. Ist, mit der, ist in die Saison gestartet. Ist nachher auch nicht erfolgreich gewesen. Da gibt es so viele Experten, die ihre Meinungen dann abgeben. Aber am Schluss müssen wir überzeugt sein, ob es zuerst kurzfristig ist und nachher geht es weiter, oder ob es von jetzt an genau die Lösung ist, die wir nächstes Jahr auch haben, dann müssen wir einfach überzeugt sein und dann wird es eine von diesen zwei Lösungen sein. Mhm. Klar wäre es natürlich super, wir würden jetzt eine Lösung finden, die dann nachher in den nächsten zwei, drei Jahren anhebt. Das wär der Traum, oder? Aber wir sind dran, aber es ist kein Wunschkonzert. Der Sport ist kein Wunschkonzert. Martin Plüss, was gesehen hast du? Ich meine, du bist in der Hockeywelt lang umgekommen, hast einige Trainer gesehen und erlebt. Was gesehen hast du für Typ Trainer oder grundsätzlich für einen Typ da oben in Davos? Ja, für mich wäre das jetzt momentan wie zweite Priorität. Ich habe mich jetzt gefreut, wenn er sagt, dass sie ihre Struktur überdenken und den Plan haben, weil sie haben eine gute Infrastruktur. Und früher mag ich mich erinnern, als ich jung war, hatten die Davos einen Vorteil mit der Mittelschule. Oder? Die konnten die Leute anziehen. Und ich glaube, einfach, Davos wird es schwierig haben, bestandene Spieler zu holen, wenn nicht wirklich ein Zugnahme da ist. Und finanziell gesehen sind sie jetzt auch etwas tiefer als früher. Also ihr Vorteil wird sein, wenn sie Junge locken können, die auch den Vorteil von der Infrastruktur besteht, kann Schule machen. Und ich glaube, sie müssen zuerst die Strategie haben, die verhebt. Und sie müssen auch irgendwie eine Person haben, die das unter seinen Fittichen hat. Und zwar nicht der Trainer, sondern eine Position obendrauf. Wenn Christian hat jetzt Ambri als Beispiel, dort ist ein Paolo Duca, der den Fäden zieht. Oder? Er ist von Ambri, er hat Leidenschaft, aber er kommt einfach auch raus. Und so viel Leidenschaft nötig ist, ist Know-how nötig. Und ich glaube, Davos ist so ein populärer Club mit so einer grossen Strahlkraft braucht einen Macher vorne dran, der das ein bisschen das Gesicht gibt. Und dann wäre es von Vorteil, wenn man einen Trainer bekommt, der eben Spieler weiterentwickeln kann. Und wo auch ein bisschen ein Zugnamen ist, wo die Spieler meinen, okay, wenn ich dort hingehe, dann kommt die Entwicklung. Und da die Strategie jetzt völlig neu ist, brauchst du wahrscheinlich einen Namen oder eine Person, die das schon gemacht hat, dass es wie schon klar ist, es wird funktionieren, wenn du Zeit hast. Dann kann auch ein No-Name kommen und ein Resultat liefern. Und dann wird es ein Selbstläufer. Mhm. Aber bei so Clubs wie Davos ist es eben noch heikel. Du musst irgendwie mal Neues reinbringen. Gleichzeitig muss jemand, der kommt, ein Flair haben für die Strukturen. Und ein negatives Beispiel war auch Kloten, wo dann auch Leute kommen, von außen kommen. Überhaupt nicht. Ist auch nicht besser geworden, oder? Nur neu. Und jetzt sind sie der ACB. Genau das Flair finde ich jetzt wichtig, was du sagst. Du könntest jetzt zum Beispiel ein Trio aus Schweden holen, das perfekt funktioniert. Also in der Liga. Wie zum Beispiel, ich meine, die in Zürich waren, die haben Schelleftür das auch aufgebaut, genau. Oder? Ein bisschen peripher vom Land. Wie das ist ja beim Paolo Duca, also er weiss ja, wie es funktioniert. Er kennt den Club in- und auswendig. Und wenn du drei Schweden holst, wie es bei uns läuft, nicht so kennen, sind die je nachdem, ja, vielleicht überspitzt gesagt, schockiert. Die haben Erwartungen an eine Ausbildung von Spielern, die wir vielleicht noch gerne erfüllen können. Und wenn die sich nicht bereit sind, zu dem anzupassen, dann kommt das wahrscheinlich auch, ändert das im Desaster. Ja. Aber du bist ja selber Bündner, ich habe es vorher schon mal angesprochen. Wir suchen da eine eierlegende Wollmilchsau, die nicht ganz einfach ist. Also vielleicht kann man es eben ja auf drei Personen verteilen. Oder? Also, genau. Wenn es ein Trio ist, kann man ja die verschiedenen Eigenschaften ja dann zusammenstellen. Aber ich sage euch, eben schon nur die Tatsache, dass man ein Berger ist, dass man weg vom Schuss ist. Und dass die Leute einem halt im ersten Moment ein bisschen skeptischer anschauen, weil man ist einfach ein bisschen exponierter als in einer Grossstadt. Oder? Was für ein Typ müssen das sein? Oder beziehungsweise vielleicht weisst du sogar, wer das ist? Nein, das weiss ich nicht. Weil ich noch nicht die Journalisten haben ja meistens lange Ohren, die kehren ja verschiedenste Sachen. Nicht? Nein, da kann ich ja nichts sagen. Ich weiss das nicht. Aber der Typ, der sollte ja keine Arno-Kopie sein. Mhm. Aber ich glaube, das spezielle Flair für den Club. Ich finde, einer von diesen drei Personen mindestens muss die haben. Der Mix wäre, finde ich, ideal, was wir jetzt sagen. Von außen Leute reinnehmen, die etwas Neues bringen, aber gleich das Spezielle von dort oben kennen. Mhm. Ich wollte jetzt ganz zum Schluss noch, wir stehen vor der Weihnachtspause. Der Spengler Cup steht bevor. Seit 22 Jahren ist der Arno Del Curto nicht mehr im Spengler Cup. Ist der Spengler Cup noch das gleiche ohne Arno Del Curto? René Müller?
ganz schwierig. Ja. Ja, schon, oder? Also, ja. Meine, schlussendlich wird Hockey gespielt und das Fest findet gleich statt. Ja. Ich kann das nicht beurteilen, mir ist lustig. Mein erster Spengler Cup als Journalist war 1996 und ich war jetzt jeder bis letztes Jahr und ich werde erstmals dieses Jahr wieder nicht sein. Also, ich glaube, es sind genau die von Arno 96 bis jetzt. Also ja, es nimmt mich jetzt auch Wunder, wie es ist, aber ich werde jetzt einmal erstmals nicht dabei sein. Wahrscheinlich, es ist schon die Atmosphäre, es ist schon von immer auf Brexit, gerade von den Medien, die sonst nie jetzt da sind und kommen. Da will jeder etwas von Arno etwas haben, irgendeinen Spruch, ein Interview haben. Ich bin wirklich gespannt, ich werde es aber nicht erleben. Ja. Erlebt der neue Trainer jetzt der bevorstehende Spengler Cup? Hat man bis dann den Trainer? Also für deine Gesundheit, glaube ich, ist ja, ja, du hast gesagt, in zwei Wochen halte ich das aus. Die 300%, die ich im Moment helfen muss, oder? Nein, wir hoffen schon, aber wie gesagt, solange nichts unterschrieben ist, solange nichts klar ist, kann so viel in diesem Business passieren. Und was wir einfach auch nicht dürfen, auch wenn die Fussen sagen, ja, jetzt müssen wir, ich glaube, nichts unter Druck und unter Stress machen, weil das sind am Schluss die falschen Entscheidungen. Und wo siehst du dich in Zukunft? Ja, ich habe kein Problem, wieder im Nachwuchs weiterzuarbeiten, also kein Problem. Ich helfe jetzt dort, wo man mich braucht. Und nachher tun wir das auch im Januar ganz ruhig analysieren. Wer ist der beste Mann dort für den Sportchef, wo das dort reinpasst. Und dann werden wir die Entscheidung fällen. Also, das hat gar nichts mit mir eigentlich zu tun. Es geht ums Wohl von dem Club und Einzelpersonen sind da nicht wichtig. Ein wunderbares Schlusswort. Das lassen wir gerade so stehen. Wir sind im Schluss von der Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen. Schön, dass ihr da seid. Toi, toi, toi für den weiteren Verlauf der Saison. René Müller, Martin Plüss und Christian Kapp. Wir werden hier auf dem Sender euch wieder nationales und internationales Hockey zeigen. Und zwar gerade diesem Wochenende sieht man auf Teleclub NHL-Spiel. Am Samstag gibt es eins, um 7:30 spielen Calgary Flames gegen Minnesota Wild mit dem Nino Niederreiter. Und am Sonntag haben wir zwei Spiele. Um 6:30 spielen Vegas Golden Knights gegen New York Rangers. Und am Abend, um 9 im Sonntag, Calgary Flames gegen St. Louis Blues. Und am nächsten Mittwoch alles live, alle Spiele, alle Goal von der Halbfinale vom Schweizer Cup. Und zwar spielt der SCB gegen den Zug und Rappi gegen Langnau. Das war die letzte Boxplay-Sendung vor der Weihnachtspause. Wir sehen uns wieder am 23. Januar. Es würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Ich wünsche wunderbare Festtage und jetzt noch eine beschwingte Restwoche. Gute Nacht miteinander.